mit den Äußerungen der Regierung nicht einverstanden. Ich bin seit meiner Kindheit hier immer wieder in diesem Verein gewesen. Ich habe hier auch Unterricht gehabt und ich habe ihn noch nie von irgendwem aus dem Verein, also Vereinsmitglieder und auch andere Vereinsfunktionäre, je salafistische Äußerungen gehört. Wir haben unseren Imam nie über ausländische Mittel finanzieren lassen. Wir sind auch unabhängig von ausländischen politischen Parteien. Also wenn wir einen Imam haben, dann wird er aus unserer eigenen Tasche bezahlt, aus den Mitgliedsbeiträgen etc.